Was hast du? Ich kotze, weil ich eigentlich keinen Kopfhörer mehr habe. Ja. Und du? Ich sag den Menschen da draußen, dass ich kotze. Dass du kotzt. Nein, ich sag Hallo einfach. Hallo. Ich war gerade duschen. Wir haben 14.30 Uhr und ich habe mich jetzt erst gewaschen und angezogen. Man verkommt total, wenn man gar keine Termine hat, obwohl Sonntag ist, ne? Alles wie immer, also. Alles wie immer. Nein, aber wenn man halt gar nicht arbeiten muss und keine Termine hat, dann lässt man sich richtig gehen. Oder die Gefahr besteht, dass man sich gehen ich lässt. Das ist ein günstiger iPhone-Apple-Dinger, ja. Mach mal deine Menschen, ob die das wissen. Ja, wenn ihr Tipps habt, wo man günstige iPhone-Apple-Kopfhörer herbekommt, dann sagt das mal bitte. Wo sind die? Ich wollte die zeigen. Im Müll. Im Müll. Denn das Murphy hat von Bernd die Kopfhörer gehabt. Und das schon des Öfteren. Schon geklebt. Und das sind auch schon die zweiten oder dritten. Zweiten. Was auch immer, und die kosten immer 30 Euro. Und da Bernd die gerne liegen lässt, lohnt sich das nicht, teure zu holen. Hier, 9 Euro. Amazon? Amazon hat keine gescheiten. Das heißt, keine, aber nur für 50 Euro aufwert. Ja, ja, nee. Und die hatten wir auch schon mal geholt, so teure, ne? Bei Apple direkt war das sogar, ne? Ja. Die sind dann kaputt gegangen, also ohne dass Murphy das war. Die haben die dann zwar ersetzt, aber es war ärgerlich. So. Weil vor allem, man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht, ne, mit Ausgangssperre. Heute, ja. Jetzt ist ja, eigentlich sollte um 14 Uhr eine Pressekonferenz sein. War sie aber nicht, also wissen wir immer noch nicht, weil die wollten doch heute nochmal alle tagen, die Länder, wie auch immer. Weil die Kanzlerin kann ja keine Ausgangssperre verhängen, sondern die Länder und ach, weiß ich auch nicht. Ich habe uns übrigens Kaffee gekocht, habe ich dir das schon erzählt? Ich weiß nicht, jede Headset hat eine Bluetooth-Funktion. Das ist eine ganz normale. Keine Ahnung, ob das ganz normal ist. Irgendwie einfach Bluetooth und die Lightning. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sollen wir uns denn jetzt ein bisschen raus im Garten setzen? Dann können wir ja wieder Kaffee mitnehmen. Tassen können wir auch hier, die Tassen von der Thermoskanne nehmen einfach, ne? Hast du extra mit zwei geholt. Ja. Es ist so unglaublich schönes Wetter. Wir waren auch schon am Kanal. Eine große Runde. So anderthalb Stunden oder so. Aber es ist unglaublich windig. Es ist sehr kalt und sehr windig. Aber der blaue Himmel, einzigartig, der macht alles gut. Morgen. Ja. Ja, komm. Hopp. Hallo. Hallo. Ihr zwei. Hallo. Ihr zwei. Ihr zwei. Hallo. Ihr drei. Hallo. Oh. Liebe. Die hat mir gerade die Brille sauber gemacht. Hm, ja. Ich stehe hier vorhin drauf gehabt. Okay, dann schreibe ich jetzt für Dienstag Klöße, Rotkohl, Bratwurst, ne? Ja. Ja, und dann entweder machen wir dann noch Speckbündchen dabei oder Erbsenmöhren. Erbsenmöhren haben noch Speck offen? Nee. Aber eingefroren. Ja, auch noch uneingefroren im Kühlschrank. Wie lange hält er sich denn noch? Keine Ahnung. Ich denke, komm, mach das Speckbrötchen, dann kriegen wir das Eisfach ein bisschen rein. Speck. Ganz gleich.
Dienstag. Wir haben jetzt montags gefüllte Paprika, dienstags Klöße, Rotkohl, Bratwurst, Speckböhnchen, Mittwoch Currywurst, Pommes, Donnerstag Fischstäbchen, Freitag Pizza. Wir können ja die Tage immer noch variieren dann. Ja, wir können auch Sonntag vom Markt, Samstag vom Markt dann Boden holen. Brechboden. Frische. Ja, und? Nee, Malras oder auch irgendwas dann holen können, vielleicht für nächste Woche, oder jetzt Sonntag oder nächste Woche Montag. Was ist denn, Happy mit Hartz IV Frisur? Ja, ich wollte dir noch die Haare schneiden gleich, sollen wir das gleich eben machen? Ja, würde mich gerne ein bisschen aufwärmen. Ja, ich auch, ich habe ganz kalte Hände. Ja, ganz anstrengend, so nichts zu tun. Arbeitslos dann. Ja, ich sagte, das macht wirklich müde, nichts tun. So, ich bereite schon mal den Tzatziki für heute Abend vor. Wir wollten nämlich Backofenkartoffeln mit Tzatziki machen und einen gemischten Salat dazu. Und diese Blumenkohlschnitzel, die ich euch den Tag schon gezeigt habe. Und damit der Tzatziki schon mal durchziehen kann, wollte ich den jetzt schon mal vorbereiten. Und dabei gucke ich dann Goodbye Deutschland. Das habe ich jetzt seit 3 Wochen aufgenommen und nicht mehr geguckt. Und die Männer spielen Computer und deswegen, ja, gucke ich das halt. Die Sonne blendet mich total. Riecht hier deinen Arsch? Ach, das eklige, lecker, stinke Ding. Aber gib ihm das, wenn er unten ist, nicht wenn er oben ist. Der freche Hund. Der wird immer frecher. Also. Warte. Ich soll warten oder der Hund soll warten? Der Hund soll warten. Wir haben jetzt die Ansprache von der Kanzlerin gehört und es ist ja jetzt dieses Kontaktverbot, doch keine Ausgangssperre. Eigentlich hatte ich mit Ausgangssperre gerechnet, aber nach jetzt, wo ich heute hier spazieren war und es so. Es ist eine Ausgangssperre nur verschönt im Grunde. Man darf nicht mehr rausgehen, außer es ist notwendig. Du darfst spazieren gehen im Park. Es wurde noch gesagt, man soll rausgehen, nur rausgehen, wenn es notwendig ist. Damit können sie halt hinterher sagen, sie haben keine runter. Das ist aber auch wieder Auslegungssache. Es ist ja auch notwendig, dass man rausgeht und frische Luft schön umschrieben tankt und so. Naja, jedenfalls hat man hier bei uns im Ort schon eine Besserung gesehen gestern und heute, dass nicht so viele Menschen unterwegs sind, sich nicht so viele Jugendliche treffen und die Zeit zusammen genießen. Ja. Und ja, erst habe ich gedacht, es gibt eine Ausgangssperre, aber jetzt habe ich mir quasi schon gedacht, dass es das doch nicht gibt. Aber ist ja auch ganz gut so, wie es jetzt ist. Das heißt ja, man darf noch raus. In Italien haben sie ja jetzt sogar Sport an der frischen Luft und alles verboten. Es wird wahrscheinlich hier auch noch dazu kommen. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls sind jetzt die Restaurants geschlossen und wir vermuten, dass sie bald auch nicht mehr liefern dürfen, ne? Deswegen haben wir jetzt bei dem Restaurant, wo wir immer uns essen. Was hast du da reingemacht? Melone. Ach so. Was? Ich dachte, ich war jetzt auf Apfel eingestellt, deswegen. Sorry. Alles gut. Ja, deswegen haben wir da jetzt nochmal Essen bestellt, obwohl ich hier schon Kartoffeln aufgesetzt habe und hier Salat habe ich schon gemacht. Wir haben 5:30. Wir haben 5:30. Wir essen jetzt und in 2 Stunden habt ihr eh wieder alle Hunger. Dann haben wir eh wieder alle Hunger. Dann essen wir das nachher, dann aber trotzdem. Ja, hier machen wir jetzt unsere ökologische Frischhaltefolie da drauf. Auf den Salat und stellen den. Du gehst mal hier runter. Du durchdrehender Hund. Ja, also, was bleibt abschließend zu sagen? Gar nichts. Es ist schwierig zu vloggen. Man erlebt gar nichts. Ja. Bleibt zu Hause. Man bleibt nur zu Hause. Die Leute sollen auch zu Hause bleiben. Ja, ihr bleibt bestimmt auch zu Hause, hoffe ich doch zumindest. Und ja, wir melden uns morgen natürlich wieder. Wenn wir keine Zombies geworden sind. Walking Dead. Mehr Zombie als jetzt. Das sieht schon ein bisschen zombie-mäßig aus. Ich weiß dich ja nicht mehr, um Wasser zu sparen für die Krise. Eigentlich wollte ich dem Bernd halt die Haare schneiden. Haben wir nicht geschafft zeitlich. Ja. Smurfy, geh mal da runter.
Nein, das mache ich bestimmt gleich nicht. Stimmt. Dann seht ihr ihn morgen frisch geduscht. Die Sonne strahlt dich auch gerade so an, du siehst extrem weiß aus. Ja, und ich habe ihn raus. Er ist ein Geist geworden. Überanstrengung von der Folie. Aber man verkommt wirklich, wenn man nichts zu tun hat. Keine Aufgabe. Warum machen wir das überhaupt? Dann essen wir doch eh gleich. Wollen wir das jetzt in den Kühlschrank stellen, damit unser letzter Salat nicht ranzig wird? Ich hab dir gedacht, wir haben kein Bier. Ja, wir haben nämlich keinen Salat mehr. Wir wollen morgen nicht einkaufen gehen, deswegen müssen wir sehr gut Acht geben. Wir wollen nie wieder einkaufen gehen. Warten wir vor uns was weg. Das dauert lange. Aber wir haben diesen Portulak-Salat haben wir im Garten. Den könnten wir ernten. Außer der wurde gerupft. Boah, bin ich weiß von der Sonne. Das Wetter ist schön. Ja, Leute, es tut mir leid. Es wird nicht besser und es wird nicht interessanter. Wir sehen uns morgen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch alles Gute. Tschüss!